Hey Leute und herzlich willkommen zum ersten Karrieremodus auf diesem Kanal mit dem FC Heidenheim. Ja, wir hatten gestern einen Stream, wir sind ja erst seit gestern, haben wir erst den Kanal und haben den Stream gemacht. Und da hat jemand reingeschrieben, dass ich eine Karriere mit Heidenheim machen sollte. Und ja, dann habe ich nochmal gefragt, ob ich mit Heidenheim machen soll in dem Stream. Und da haben noch ein paar gesagt, ja, soll ich machen. Und dann habe ich mir gedacht, mache ich Heidenheim, ist zwar eine schwere Aufgabe, aber das wäre schon ziemlich cool, wenn man die gut rausbringen könnte. Ja, dann würde ich auch sagen, gehen wir gleich rein, nehmen die Einladung an und gucken mal, was wir annehmen. Ja, ich weiß es nicht genau, ob man vielleicht das hier annehmen sollte. Ich glaube, das ist Mittelmaß, da könnten wir ganz gut was erreichen. 2,85 Millionen wäre schon ziemlich viel. Und dann würden wir auch gleich anfangen hier. European Continental Shield Cup, das ist dieser hier, den wir gerade ausgewählt haben, dann den Pokal National, also der DFB-Pokal, sollen wir ganz standardmäßig 32. Runde, keine Ahnung, nee, was war es nochmal? Runde der letzten 32, sorry. Das globale Transfernetzwerk und erster Scout-Bericht ist da, diese ganzen Sachen, Liga-Ziel, würde mich auch interessieren, im Tabellenmittelfeld landen. Mal gucken, ob wir das erreichen oder vielleicht besser oder auch vielleicht schlechter, ne? Werden wir jetzt mal sehen und dann gucken wir auch gleich mal unsere Mannschaft an. Natürlich hier kommt mir bekannt vor Arne Feig, Teuerkauf, Zimmermann, kommt mir auch bekannt vor Schnatterer auf jeden Fall. Auch der Beste hier. Halloran, irgendwo kennt man alle irgendwie. Und auf der Bank sitzen noch so Leute wie Morabit, den kenne ich auch. Also man kennt hier schon ziemlich viele, wenn man ein bisschen die zweite Bundesliga verfolgt. Und irgendwie fehlt Wittek auch noch. Das ist natürlich ziemlich nice. Die fehlt aber. Daniel Frahn, spielt der nicht da? Da ist er doch, da ist er doch. Will ich den auch mal gleich Vogelsammer da reinmachen und mal gucken. Vielleicht können wir ihn auch. Wer ist denn hier der Jüngere? Vielleicht mal die Mannschaft machen. Ich glaube Morabit. 28. Frahn ist noch gar nicht so alt. 26. Dann machen wir Morabit mal rein für Grimaldi. Und ja. Leipzig ist eigentlich ein RM, das ist natürlich nicht so stark. Dann hauen wir da mal Fran hin. Und Halloran kann dann mal raus für Leipzig. Und ich glaube, dann werden wir erstmal gucken. Ich glaube, ich werde gleich weitergehen und das erste Spiel im Competition, irgendwas, ich weiß nicht mehr was genau, Shield Cup oder so, keine Ahnung, sorry. Hier nochmal Nachricht von Spieler, kann ich sie was fragen? Ich hoffe, sie rotieren mal Felix Schrotter. Vielleicht können wir den ja mal spielen lassen. Ist ja. Der Cup ist zwar schon nicht unwichtig, aber eine 60. Geht völlig klar. Für 19-Jährigen. Auf den können wir vielleicht sogar aufbauen. Dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich ins Spiel. Let's go. So, da geht's auch rein. In den European Shield Cup. Erster, keine Ahnung, FC Heidenheim, glaube ich. Sorry. Heidenheim gegen Madeira. Eine portugiesische Mannschaft. Und jetzt geht's los. Let's go. Auf Griesbeck, der auf Schnatterer. Und in die Wolken. Nicht gut von ihm. Oh, Strauß wird da gefoult. Und es gibt den es gibt keinen Freischuss mehr. Sondern der Schiedsrichter fällt ab. Es ist Halbzeit. Wir werden uns die Statistik mal angucken. Wie sieht's aus? Ah, können wir gar nicht. Was und wieso? Aber ich weiß nicht, wie es aussieht. Schröter, was macht der denn da? Geht mit dem Kopf denn? Daniel Frahn nochmal, kann absehen jetzt. Griesbeck zieht ab. Unterirdisch schlecht. Die Konterchance. Strauß setzt sich da nicht durch. Aber der geht durch alle durch. Und jetzt vielleicht mal die Chance. Schicken wir Schröter. Vielleicht noch kurz vor Schluss. Und das ist das 1:0. Schröter, der spielen wollte. Und er macht das Tor. Schöner Pass. Und da waren alles offen nach einem desaströsen Pass von den Portugiesen. Und in der 88. Minute machen wir das Ding. Wichtiges Tor. Und ja, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr auch ein paar Spiele simuliert haben wollt von dem Cup und so. Ja, ich glaube, ihr wisst schon, wie ich es meine, von dem Cup hier. Oder ob ihr alles von dem Cup sehen wollt, gespielt, oder ob ihr auch ein paar simuliert haben wollt. Das schreibt einfach mal in die Kommentare. Nein. Jetzt kommen die auch nochmal. Jetzt kommt die Flanke und... Oh, das war gefährlich. Aber Zimmermann haut den, wirft den jetzt nach vorne. Machen sie nochmal gefährlich. Ich werde jetzt
sehr defensiv spielen. Wollen natürlich den Sieg jetzt mitnehmen. Und das ist auch das Ende. Ja, wir gewinnen das Spiel durch ein Tor von Schröter, den ich jetzt auf jeden Fall öfters mal austesten werde. Und ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit in diesem Cup. Der ist auch schon ziemlich gut. Und ja, was ich noch sagen wollte, schreibt auf jeden Fall Transfervorschläge in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen, wo wir noch vielleicht entweder was brauchen oder ähnliches. Vielleicht im Sturm, in der Verteidigung, irgendwas, was halt noch gut ist, einen jungen Spieler oder auch vielleicht ein bisschen älteren Spieler, der uns das bringen würde. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Das war es dann auch schon von dem Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao, ciao.